Wir machen heute weiter mit unseren Schritten durch die Bibel. Römer Kapitel 11. Wir haben ja den ganzen Römerbrief Kapitel für Kapitel durchgenommen. Und heute nun Römer Kapitel 11. Und wir werden versuchen, Vers für Vers auszulegen, miteinander zu schauen, was es uns zu sagen hat. Ich hoffe, Sie haben etwas Zeit mitgebracht. Ich denke schon, 3/4 Stunden habe ich schon ungefähr, mehr oder weniger, je nachdem, wie schnell ich sprechen werde. Noch einmal wollen wir stille werden und beten. Herr Jesus, danke dafür für deine Gegenwart, dass du hier bist und dass du uns dein Wort geschenkt hast und dass du uns begegnen möchtest in deinem Wort. Und Herr Jesus, wir bitten dich, dass du uns dein Wort aufschließest durch deinen Heiligen Geist, dass du uns zeigst, was Römer 11 bedeutet für uns, für Israel, für unser ganz persönliches Leben. Herr Jesus, wir rechnen mit dir. Danke dafür. Amen. Israel, Gottes erste Liebe. In Jesaja 49, Vers 14, da lesen wir Folgendes. Kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen, eine Mutter ihren leiblichen Sohn? Und selbst wenn sie ihn vergesse, ich vergesse dich nicht. Siehe her, ich habe dich eingezeichnet in meine Hände. Deine Mauern habe ich immer vor meinen Augen. Das sagt Gott über sein Volk Israel, über die Stadt Jerusalems. Eingezeichnet in meine Hände, deine Mauern immer vor mir. Ich habe eine Geschichte gelesen über einen Papa, dessen Sohn war in die Drogen abgeglitten. Und dieser Papa schreibt über seinen Sohn, oh, wenn ich meinen Sohn doch zurückholen könnte, ihn beschützen könnte und ihm zeigen könnte, wie sehr ich ihn lieb habe. Obwohl mein Sohn mich abweist, bedeutet mir seine Liebe mehr als die meiner anderen Kinder, die doch alle verantwortungsbewusst leben. Das ist Liebe. Und das ist die Liebe Gottes zu seinem Volk Israel. Obwohl Israel Nein gesagt hat zum lebendigen Gott, vom lebendigen Gott nichts wissen will, dennoch liebt Gott sein Bundesvolk mit einer unendlichen Liebe. Und mit diesem Wissen beginnt nun der Apostel Paulus dieses 11. Kapitel. Und er fragt gleich die große Frage, stellt in den Raum. Und er fragt in Römer Kapitel 11, Vers 1a, ich frage nun, stellt Paulus die Frage, ich frage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Und dann kommt Postwende, dann kommt die Antwort und er sagt, das sei ferne. Denkt nicht einmal darüber nach. Es ist völlig unmöglich. Wie kann ich mein Bundesvolk, wie kann ich es verleugnen? Wie kann ich nicht brennend sein in Liebe zu meinem Volk Israel? Solch ein Gedanke soll euch nicht einmal in den Sinn kommen. Das bedeutet das alles, wenn Paulus sagt, das sei ferne. Paulus weiß, was das Alte Testament sagt. In 5. Mose Kapitel 7, Vers 7 bis 8, da sagt der Herr über Israel, nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker. Denn du bist das Kleinste unter den Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Gottes Liebe ist der Schlüssel zu seinem Volk und Land Israel. Gottes Liebe ist der Faktor. Gottes Liebe macht dieses Land, dieses Volk einzigartig. Und der Apostel Paulus, er ringt und er sagt dann in Römer 11, Vers 26, ich greife schon ein wenig vor, da sagt der Apostel Paulus in Vers 26 von unserem heutigen Kapitel, da sagt der Paulus, und so wird ganz Israel gerettet werden. Also wird der Zeitpunkt kommen, wo ganz Israel gerettet wird. Denn es steht geschrieben, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Also der Paulus, er weiß, es kommt der Moment, wo Israel wieder angenommen wird. Wo Gott wieder ganz neu einen Bund machen wird.
Und der Paulus weiß, was auch die alttestamentlichen Propheten gelehrt haben. Wahrscheinlich konnte der Apostel Paulus das ganze Alte Testament auswendig. Er war ein jüdischer Rabbi. Und dort steht in Hosea, Kapitel 14, Vers 4, und ich will ihre Untreue will ich heilen. Ich will sie aus freien Stücken will ich sie lieben. Das sagt Gott über sein Volk und Land Israel. Gott hat sich entschieden, sein Volk zu lieben, allen Widerständen zum Trotz. Israel so zu lieben, bis sie aus freien Stücken wieder zu ihm zurückkehren. Und deswegen kann Paulus sagen, das sei ferne. Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Es ist unmöglich, denn Gott ist nicht ein Mensch, das er lüge, noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereue. Sollte er etwas reden und nicht tun? Sollte er etwas sagen und nicht halten? Und in diesem Wissen, aus diesen Gründen, kommt nun Paulus in Kapitel 11 und beginnt seine Argumentation. Er sagt, schaut einmal mich selber an, in Vers 1c bis 2a. Da sagt Paulus, denn auch ich bin ein Israelit, aus dem Samen Abrahams, aus dem Stamme Benjamins. Schaut mich an, ich bin auch ein Jude und auch mich hat Gott angenommen. Und meine Abstammungslinie, wohin geht die? Die geht zurück bis zu der Wurzel Israels, bis zu Abraham. Ich bin einer aus dem Samen Abrahams, aus dem Stamme Benjamin. Und der Stamm Benjamin, der hat Helden hervorgebracht in Israel. Ein Ehud, der mit seinem Schwert hat zur Zeit der Richter ganz Israel erlöst. Ein Mardochai in Persien, auch er war ein Benjaminiter. Der König Saul, auch er aus Benjamin. Und nun sagt der Paulus, sagt, und auch ich bin einer. Gott hat auch mich herausgeholt. Schaut mich an. Gott hat sein Volk nicht verworfen. Sonst stände ich, Paulus, nicht hier. Paulus ist der lebendige Beweis, dass Gott sein Volk nicht verstoßen hat. Denn Paulus weiß, dass Gott selber die Zügel, das Steuerruder fest in seinen Händen hält. Gott entgleitet nichts. Sein Volk mag ungläubig sein. Sein Volk mag abtrünnig sein. Sein Volk mag verkehrte Wege gehen. Doch Gott wird von dem allem nicht überrascht. Er weiß es. Und deswegen, weil Gott nicht überrascht wird, kommt nun der Paulus und führt den Elia ins Feld. Und er sagt, schaut einmal den Elia an. Wir lesen Vers 3. Der Paulus lässt den Elia selber sprechen und er sagt dann, schaut einmal, Vers 3, Herr, sie haben deine Propheten getötet und deine Altäre haben sie zerstört. Und ich bin alleine übrig geblieben und sie trachten mir nach dem Leben. Der Elia lebt in einer Zeit, die war politisch voller Unruhe. Religiös, wirtschaftlich ging es drunter und drüber. Über 850 Priester, nicht des lebendigen Gottes, sondern der Aschera und des Baals, die haben ganz Israel zum Abgott verführt, zur Götzerei verführt. Und dennoch sagt Gott, ich weiß um das alles und ich habe mir übrig bleiben lassen 7000 Männer. Mir entgleitet gar nichts, sagt der lebendige Gott in Vers 4. Und da sagt der lebendige Gott zu Elia und sagt, ich habe mir mehr als 7000 Männer übrig bleiben lassen, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal. Damit will der Paulus sagen, egal wie die Situation aussieht, egal was alles passiert, Gott verliert nie den Überblick. Er hält die Zügel in den Händen. Gott ist immer, auch in der auswegslosesten Lage, ist er immer Herr der Situation. Auch über seinem Volk Israel. Auch in deinem persönlichen Leben erkennt deine Lebensumstände. Auch in deinem Leben weiß er um alles und seiner Kontrolle entgleitet nichts. Anbetracht dieser Tatsache
dass Gott gar nichts aus der Kontrolle lässt. Sagt nun die Bibel in Vers 5, wir lesen Vers 5 von Kapitel 11. So ist nun auch jetzt, in der jetzigen Zeit, ein Überrest vorhanden aufgrund der Gnadenwahl. Was bedeutet das, wenn hier der Paulus sagt, auch jetzt ist ein Überrest vorhanden? Was bedeutet das? Das bedeutet doch nichts anderes, egal was passiert. Gott hat immer seine Leute. In jedem Weltwinkel hat Gott seine Leute, die ihm nachfolgen. Gott kennt seine Leute, egal wo sie sind. Die Umstände mögen dunkel sein, aber selbst in der größten Dunkelheit hat Gott einen Überrest. Menschen, die ihre Knie vor Gott nicht gebeugt haben. Das Alte Testament kennt solche Menschen. Sie stehen auf, so wie ein Henoch. Von einem Henoch wird gesagt, und er wandelte mit Gott. Wir wissen nicht, woher er wusste, wo Gott ist, wer Gott ist. Es heißt nur, und ein Henoch wandelte mit Gott. Da ist ein Noah. Wir wissen nicht, wie das Reden Gottes zu ihm kam. Aber er erhielt den Befehl, baue mir eine Arche. Gott war gehorsam und wurde mit seiner Familie gerettet. Gott hat immer seine Leute. Melchisedek lebt in tiefer Gemeinschaft mit Gott und er wird König des Höchsten genannt. Priester des Höchsten genannt. Abraham, mitten aus dem Abgott, auf dem Götzendienst, mitten in Ur, hörte das Reden Gottes. Gehe aus deiner Verwandtschaft. Und er geht. Wie das passiert ist, wissen wir nicht. Gott hat immer und überall und zu jeder Zeit einen Überrest, die ihre Knie nicht beugen. Es sind Menschen, vielleicht wie du und ich, die Gottes Reden gehört haben. Die wissen, Gott hat mich gemeint, Gott hat mich gerufen. Und du hast dich auf den Weg gemacht in der Nachfolge mit Jesus Christus. Das ist ein Überrest. Du bist gemeint. Und nun sagt es weiterhin, Vers 5, so ist nun auch jetzt, in der jetzigen Zeit, ein Überrest vorhanden aufgrund der Gnadenwahl. Ja, was bedeutet das, aufgrund der Gnadenwahl? Was ist Gnade überhaupt? In Titus 2, Vers 11, da heißt es, denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Die heilsame Gnade ist erschienen allen Menschen, nicht nur einigen, nein, allen. Die Gnade Gottes gilt dir und mir, gilt jedem einzelnen Menschen. Sie ist heilsam für einen jeden, der sie annimmt. Und die personifizierte Gnade ist niemand anders als wer? Jesus Christus. Jesus selbst ist die personifizierte Gnade, denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Also hat Gott die Welt geliebt, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Jesus Christus selbst ist diese Gnade. Und wenn du diese Gnade annimmst, wenn du Jesus annimmst, dann gehörst du zur Gnadenwahl. Weil du Ja gesagt hast. In Johannes 1, Vers 12, da lesen wir nämlich, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht oder die Gnade, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Dabei schließt das die Möglichkeit der eigenen Werke völlig aus. Und das weiß auch Paulus. Und deswegen geht er zum Vers 6 und sagt dann, wenn aber aus Gnade, also durch Jesus Christus, so ist es nicht mehr um der Werke willen, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Wenn du errettet bist durch das, was Jesus getan hat am Kreuz von Golgatha, dann hat es nichts zu tun mit eigenen Werken. Keiner kann aus eigenen Werken selig werden. Keiner kann durch eigene Anstrengung in den Himmel kommen. Es geht nur über das Kreuz von Golgatha, nur über die geoffenbarte Gnade in Jesus Christus, nur über das Evangelium. Die Gnade in Jesus Christus, sie schenkt dir die Gunst Gottes. Die Gnade in Jesus Christus, sie vergibt dir die Schuld.
Die Gnade in Jesus verschont dich vor dem Gericht. Die Gnade in Jesus schenkt dir ewiges neues Leben. Die Gnade Gottes ist im Grunde genommen nichts anderes als der ausgestreckte Arm Gottes. Und dieser heißt Jesus Christus. Aber wisst ihr, das große und die große Tragik Israels ist, dass sie diesen ausgestreckten Arm Gottes abgelehnt haben. Sie wollten ihn nicht haben. Und entsprechend diesem Nein zu Jesus Christus, diesem ausgestreckten Arm Gottes, wir haben das miteinander behandelt in Römer Kapitel 9, weil sie Nein sagen, gleitet Israel an ihrem Ziel vorbei. Und so stellt nun Paulus die Frage in den Raum, weil Israel ihr Ziel nicht erreicht hat. Sagt nun Paulus in Vers 7 und 8, er fragt ja, wie nun? Was Israel suchte, das hat es nicht erlangt. Aber die Auswahl, also die, die Ja gesagt haben, die haben es erlangt. Wie nun? Die übrigen wurden verstockt, wie geschrieben steht. Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben. Augen, um nicht zu sehen und Ohren, um nicht zu hören, bis zum heutigen Tag. Israel sagt Nein. Und es kann ein zu spät geben. Wenn Gott redet, auch zu deinem Leben, wenn du Gottes Stimme hörst, wenn du weißt, dass du dein Leben heute dem Herrn Jesus geben solltest, dann zögere die Stunde nicht hinaus. Denn es kann der Moment kommen, wo Gott aufhört zu reden, wo Gott schweigt, wo Gott dich das tun lässt, was du tun willst, wo das Mahnen des Heiligen Geistes dein Herz nicht mehr erreicht. Die Bibel sagt uns in Hiob 33, dass Gott zu einem jeden Menschen zwei- oder dreimal redet. Denn Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er sich bekehrt und lebt. Und deswegen sagt auch der Hebräerbrief, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstocket eure Herzen nicht. Und genau das war mit Israel passiert. Sie haben Nein gesagt, als der Herr Jesus da war. Sie haben ihn abgelehnt. Sie haben den Segen, den sie eigentlich empfangen konnten, den Segen, den sie empfangen haben sie schlussendlich in Fluch verwandelt für sich selbst. Und deswegen sagt auch Paulus in Römer 11, Vers 9, und so soll ihr Tisch ihnen zur Schlinge werden und zum Fallstrick und zum Anstoß und zur Vergeltung. Ihre Augen sollen verfinstert werden, dass sie nicht sehen, und ihren Rücken beuge alle Zeit. Israel hat Nein gesagt, und so wurde der Segen zum Fluch. Das große Vorrecht wurde ihnen zur Belastung. Was hat der Herr Jesus gesagt, als er in Israel war? In der Bergpredigt zum Volk und den Jüngern. Was sagt er zu ihnen? Ihr seid das Salz der Erde. Matthäus 5, Vers 13. Er sagt zu ihnen, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Und dann fügt der Herr Jesus eine Warnung hinzu. Und er sagt dann, wenn aber das Salz fade wird, womit soll man salzen? Es taugt zu nichts mehr, man wirft es weg und die Leute zertreten es. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf dem Berge liegt. Was liegt auf dem Berg? Die Zionshalle oder Jerusalem? Jerusalem. Eine Stadt, die oben auf dem Berge liegt, kann nicht verborgen bleiben. Und nun sagt Israel Nein zu dem. Und plötzlich ist Israel kein Licht mehr. Ihr Leuchte wird umgestoßen, ihr Licht jemand anderen gegeben. Ihre Salzkraft geht verloren. Sie haben Nein gesagt, als der Messias da war. Und ihr Leuchter wird weggenommen. Das Salz wird hinausgeworfen, hat der Jesus gesagt, und von den Leuten zertreten, über 2000 Jahre lang. Und wisst ihr, Paulus bleibt aber nicht bei dem stehen. Paulus geht weiter, denn hier kommt das große Dennoch Gottes. In Vers 11a sagt er, denn sie sind gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Fragezeichen. Nein, es soll weitergehen.
Er sagt dann, dann sind sie gestrauchelt, damit sie fallen sollten. Und noch einmal, das sei ferne, unmöglich. Also hier schiebt Paulus schon einen Riegel jeder Ersatztheologie. Unmöglich. Die Verwerfung Israels, denkt nicht daran. Gottes Liebe zu Israel ist und bleibt bestehen. Ich lese Jesaja 49, 15. Dort steht, kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen? Und wenn sie es vergäße, ich vergesse dich, Israel, nicht. Auch wenn Israel untreu ist, auch wenn Israel Nein sagt, Gottes Liebe bleibt bestehen. Und nun kommt der Apostel Paulus und sagt, dass das, was Israel zum Schaden wurde, für uns zum Segen gereichte. Gott braucht sogar das, was Israel zum Schaden wurde, die Not Israels, uns zum Segen. Israel hatte den Auftrag, des Evangeliums zu verkündigen, ein Licht zu sein, Salz zu sein. Sie haben Nein gesagt, sie verlieren ihre Salz- und Lichtkraft. Aber gerade das benutzt der Herr, um uns, den Heiden, das Evangelium zu bringen. Wir lesen ab Vers 11b, sondern durch ihren Fall, also durch den Fall Israels, wurde das Heil den Heiden zuteil, um sie zur Eifersucht, das heißt die Juden, zur Eifersucht zu reizen. Aber wisst ihr, wenn wir die Geschichte der Gemeinde Jesu anschauen, haben wir Israel zur Eifersucht gereizt? Die Geschichte der Kirche ist eine Geschichte von Blut und Tränen. Man schätzt die Zahl der Ermordeten um ihres Glaubens willen von über 50 Millionen, umgebracht von der katholischen Kirche. Wir haben nicht zur Eifersucht gereizt. Wir haben nicht Israel versucht zu gewinnen. Nein, Paulus sagt nun Folgendes in Römer 12, Vers A. Wenn aber ihr Fall, das heißt der Fall Israels, der Reichtum der Welt und ihr Verlust der Reichtum der Heiden geworden ist. Ja, interessanterweise, wir als Christen, wir denken doch oft, wenn ich mehr Geld hätte, wenn ich ein schöneres Auto hätte, wenn ich ein schöneres Haus. Interessant, die Bibel legt den Schwerpunkt ganz anders. Die Bibel sagt, wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt war, das heißt, der Reichtum der Welt ist nicht Geld, sind nicht materielle Dinge, sondern ist nichts anderes als das Evangelium. Der Reichtum der Welt ist das Wort Gottes, ist die Erlösung in Jesus Christus. Und wem haben wir das zu verdanken? Nicht wer hat es erfunden, sondern wem haben wir das Evangelium zu verdanken? Niemand anders als den Juden. Wer war es, der uns das Evangelium gebracht hat? Wir vergessen oft die ersten Jünger, es waren alles Juden. Die erste Gemeinde, es waren alles Juden. Und der Jesus sagt zu diesen Juden, zu diesen Jüngern, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium aller Kreatur. Und was machen sie? Sie machen sich auf die Socken. Und sie verkündigen das Evangelium der damals ganz bekannten Welt. Zum Beispiel Johannes, der war Leiter der Gemeinde in Ephesus. Der blieb ganz nahe bei Jerusalem, nur Ephesus. Thaddäus verkündigte das Evangelium im Iran. Andreas brachte es ans Schwarze Meer. Bartholomäus ging nach Armenien und Aserbaidschan. Matthäus nach Äthiopien. Matthias liegt in Deutschland in Trier begraben. Philippus, er ging nach Gallien, nach Frankreich. Simon Canaeus verkündigte das Evangelium in Mauretanien und England. Der sogenannte ungläubige Thomas, er ging am weitesten. Sein Grab liegt heute noch in Südindien in Madras. Sie haben den Missionsbefehl umgesetzt, und zwar innerhalb einer Generation. Und das waren alles Juden. Kein einziger Heide. Treffend hat Paulus gesagt, denn Israels Fall hat uns Heiden das Heil gebracht.
Und nun sagt Paulus und fragt und stellt die Frage in den Raum in Vers 12b und fragt, ja, wie viel mehr wird es denn sein, wenn Israel in der Fülle sich bekehrt? Was wird sein, wenn schon die ersten Apostel bis nach Indien konnten gehen, innerhalb einer Generation? Was wird es dann sein, wenn Israel sich bekehrt, das Überrest? Paulus sagt es so. Es wird das sein, Leben aus den Toten. Wenn sich der Überrest bekehrt, wenn der gläubige Überrest in der großen Trübsal endlich erkennt, wer Jesus ist, wenn sie zusammenbrechen unter dem Kreuz, wie wir es lesen in Zacharia 12, Vers 10, wo es heißt, aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich Leid tragen. Über wen? Über Jesus, weil sie ihn nicht erkannt haben. Weil sie Nein gesagt haben. Und sie werden bitterlich Leid tragen. Und es wird die größte Evangelisation aller Zeiten auslösen. Noch einmal, wenn die ersten Jünger schon innerhalb einer Generation die damals bekannte Welt erreichen konnte, was wird es dann sein, wenn der Überrest Israel sich bekehrt? Leben aus den Toten. Und genau das sagt auch Paulus dann in Vers 15. Da heißt es, denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt zufolge hatte, was wird ihre Annahme anders zufolge haben als Leben aus den Toten? Dann wird endlich der Missionsbefehl Jesu ausgeführt. Und bis dieser Zeitpunkt kommt, sagt Paulus, setzt er alles daran, um möglichst viele Menschen auch aus seinem eigenen Volk für den Messias zu gewinnen. Er sagt in Vers 13 und 14, weil ich Apostel der Heiden bin, bringe ich meinen Dienst zu Ehren. Und was ist der Dienst, die Ehre seines Dienstes? Er sagt es so, ob ich irgendwie meine Volksgenossen zur Eifersucht reizen und etliche von ihnen erretten kann. Die Ehre seines Dienstes ist, Menschen zu fischen, Menschen für Jesus zu gewinnen. Um dieses eine Ziel dreht sich bei Paulus alles. Menschen für Jesus aus Juden und Heiden. Was ist dein Lebensziel? Für was lebst du? Für was setzt du dich ein? Und nun kommt Paulus und wechselt den Fokus und er richtet an uns als Gemeinde Jesu eine ernste Warnung. Wir lesen Römer Kapitel 11 ab Vers 16. Und nun sagt Paulus, ich zitiere Vers 18, so überhebe dich nun nicht gegen die Zweige, überhebst du dich aber, so bedenke, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Es ist eine vorweggenommene Warnung an uns als die Gemeinde Jesu, an die Gläubigen aus den Heiden, dass wir nicht vergessen, woher das Heil kommt. Dass wir nicht vergessen, wer eigentlich die Wurzel ist, wer uns trägt. Doch leider wurden die Worte des Apostel Paulus so schnell vergessen. Schon im 2. Jahrhundert hat der Kirchenvater Origenes gesagt, Israel sei verworfen. Die Segnungen und Verheißungen des Alten Testaments seien nun von Israel alle übergegangen auf die Kirche, auf die Gemeinde Jesu. Luther hat gesagt bezüglich der Juden, und es ist eine Riesentragik, dass ein Reformator solche Dinge sagen kann. Ich zitiere aus dem Buch von Martin Luther von den Juden und ihren Lügen. Er schreibt dort auf Seite 95, es ist solch ein verzweifeltes, durchböstes, durchgiftetes, durchteufeltes Ding um diese Juden. So diese 1400 Jahre unsere Plage, unsere Pestilenz, und alles Unglück gewesen, sind und noch sind. Summa, wir haben rechte Teufel an ihnen, sagt Martin Luther über die Juden.
Man hat die Juden verschrien als Christusmörder. Seinen Kreuzzügen hat man sie abgeschlachtet, durch die Inquisition verfolgt und umgebracht, zwangsgetauft und des Landes verwiesen, durch Bullen und Dekrete der Päpste verfolgt, in Russland durch Pogrome des Landes verwiesen, ihres Lebens beraubt. Und vergessen wir nicht den Holocaust mit über 6 Millionen toten Juden. Wie ganz anders Paulus. Paulus geht weiter in seiner logischen Schlussfolgerung. Und er sagt dann in Vers 16, wenn aber die Erstlingsgabe heilig ist, so ist es auch der Teig. Und wenn die Wurzel heilig ist, so sind es auch die Zweige. Also Paulus kommt nun und bringt zwei Bilder aus dem Alten Testament, um seine logische Schlussfolgerung zu erläutern und zu erklären. Er braucht zwei Bilder, nämlich das Bild der Erstlingsgabe und das Bild des Ölbaums. Die Erstlingsgabe will uns darauf hinweisen auf Folgendes. In 3. Mose, Kapitel 23, ab Vers 16, da lesen wir Folgendes. Zählt 50 Tage bis zum Tage nach dem 7. Schabbat und dann bringt dem Herrn ein neues Speisopfer dar. Bringt es als Erstlingsgabe für den Herrn aus euren Wohnsitzen zwei Brote, gebacken aus 2 Zehntel Feinmehl mit Sauerteig. Wir als Christen, wir kennen dieses Fest als Fest der Pfingsten. In Israel wurde an diesem Tag wurde der Erstling des Getreides wurde dargebracht dem lebendigen Gott. Mit dieser Darbringung des Erstlings wollten die Juden zeigen, schau einmal, nicht nur der Erstling gehört Gott, sondern das Ganze gehört Gott. Nicht nur die erste Garbe, nein, die ganze Ernte ist Gott geweiht. Und nun kommt Paulus und sagt, wenn aber die Erstlingsgabe schon heilig ist, und das waren die Erstlingsgabe, die 12 Apostel und die erste Gemeinde. Aus was bestanden die? Alles Juden. Und nun sagt Paulus, wenn aber schon diese Erstlinge Gott geheiligt sind, und im Alten Testament wurde diese Erstlingsgabe dargebracht als ein Bild dafür, dass nicht nur das erste Gott gehört, sondern alles ist Gott geweiht. Damit sagt Paulus, nicht nur die Erstlinge gehören Gott, sondern die ganze Ernte ist Gott geweiht. Ganz Israel gehört Gott. Nun kommt Paulus und sagt, bezüglich des Ölbaums, in Vers 17, wenn aber etliche der Zweige ausgebrochen wurden und du als wilder Ölzweig unter sie eingepfropft bist und mit Anteil bekommen hast an der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums. Wer ist der Ölbaum? Geht's noch vom Sauerstoff her? Ja, weil ihr müsst denken, ja. Wer ist der Ölbaum, der edle Ölbaum? Israel. Wer ist die Wurzel? Abraham. Und wer ist der wilde Ölzweig, der eingepfropft wurde? Die Gemeinde Jesu, du und ich. Und nun sagt Paulus, wenn aber etliche der Zweige, etliche, nicht alle, wenn aber etliche der Zweige ausgebrochen wurden und du als wilder Ölzweig unter sie eingepfropft bist und mit Anteil bekommen hast an der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums. Hier sagt Paulus, dass Israel ganz den Messias verworfen hat. Sind alle Zweige ausgebrochen? Paulus sagt explizit, wenn aber etliche der Zweige ausgebrochen wurden, nicht alle haben den Messias verworfen. Paulus selber hat sich als Beweis hingestellt und gesagt, schaut mich an. Ich, Paulus, bin ein Jude aus der Wurzel Abrahams, aus dem Stamme Benjamin. Ich gehöre auch dazu. Und weswegen wurden sie ausgebrochen? Aus ihrem Unglauben willen. Und aus diesem Unglauben heraus, was passiert? Ist Israel einfach verworfen? Das heißt, nein, sie werden sich nicht bekehren. Es geht gar nicht um das. Es geht darum, sie werden ausgebrochen, weil die Fackel des Evangeliums geht nun über. Salz und Licht geht über in die Gemeinde.
Wir selber haben nun den Auftrag Israels übernommen, Licht und Salz zu sein. Und deswegen sind diese Zweige abgebrochen worden, weil sie ihren Auftrag nicht nachkamen. Sie sollten Licht und Zeugnis sein. Aber diesem Licht und Zeugnis sind sie nicht nachgekommen und entsprechend aufgrund ihres Unglaubens werden sie abgebrochen und diese Aufgabe geht über an wen? An dich und an mich. Und nun sagt der Apostel Paulus in Vers 18, so überhebe dich nicht gegen die Zweige, überhebst du dich aber, so bedenke, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Paulus will damit sagen, denke daran, die Wurzel ist jüdisch, der Ölbaum ist jüdisch. Das Heil kommt von den Juden, sagt der Herr Jesus. Und deswegen fange nicht an, dich zu überheben. Mache nicht das, was die Gemeinde Jesus getan hat während 2000 Jahren. Dass wir eingepfropft wurden, ist nicht unser Verdienst. Es ist Gottes Gnade. Und nun kommt Paulus und sagt dann in Vers 19 und 20, nun sagst du aber, das heißt die Gemeinde, die Zweige sind ausgebrochen, damit ich eingepfropft würde. Ganz recht. Und dann sagt Paulus, um ihres Israels Unglauben willen sind sie ausgebrochen worden. Du aber, als Gemeinde Jesu, stehst durch den Glauben. Und nun kommt Paulus und sagt etwas. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Hier geht es nicht um die Frage, ob wir als Gemeinde Jesu oder als Gläubige das Heil verlieren könnten. Es geht gar nicht um das. Es geht vielmehr um das, wie es damals Israel geschah. Israel ist ihrem Auftrag nicht nachgekommen und deswegen wurden sie ausgebrochen. Israel hat ihre Aufgabe nicht erfüllt und deswegen wurden sie zur Seite gestellt. Und nun sagt Paulus, genau das Gleiche kann auch mit uns als Gemeinde Jesus passieren. Welche Aufgabe hast du nämlich als Gemeinde Jesu? Was ist deine Aufgabe als Gemeinde Jesu, als Kind Gottes? Wenn du sagst, ich gehöre Jesus, Jesus wohnt in mir. Was ist die Lebensaufgabe, für was bist du da? Ja, das Evangelium von Jesus Christus weiterzusagen. Paulus sagt es in 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 20. Er sagt dort, so sind wir nun Botschafter an Christi Statt. Gott schickt heute nicht Israel, Gott schickt auch nicht Engel, Gott schickt dich und mich. Wir sind Botschafter an Christi Statt und Gott selbst ermahnt durch uns. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Unsere Aufgabe ist es, das Evangelium weiterzusagen. Wir sollen als Gemeinde Jesu diese Aufgabe wahrnehmen, die leider damals Israel nicht wahrgenommen hat. Weil sie um sich selbst treten, nur sich selbst im Zentrum hatten. Sie waren nicht mehr Licht und Salz. Wir als Gemeinde Jesus sollen nun dieser Welt die Versöhnung bringen, die Botschaft des Evangeliums. Wir sollen ihnen sagen, es gibt Rettung in Jesus Christus. Und für das ist die Gemeinde Jesus herausgerufen. Das ist unser Lebenszweck. Ich möchte es mal etwas krass sagen. Die Verbreitung des Evangeliums ist die einzige Existenzberechtigung für uns als Gemeinde Jesus. Wissen Sie, dass heute noch 2 Milliarden Menschen noch nicht wissen um das Evangelium? Aber sehen Sie die Verbindung. Die Erstlinge der Gemeinde Jesu, die 11 Apostel, gingen bis nach Indien. Die predigen das Evangelium im Aserbaidschan, im Iran, in England, in Frankreich. Innerhalb einer Generation hatten die damalige Welt erreicht. Und wir als Gemeinde Jesus haben 2000 Jahre Zeit gehabt und dieses Evangelium noch nicht überall hingebracht. Da weint einem das Herz. Und da stellt sich die Frage, haben wir nicht auch versagt? Wir zeigen mit Fingern auf Israel. Was hat denn die Gemeinde Jesus getan, um Jesu Auftrag nachzukommen? Und deswegen sagt Paulus auch in Vers 21, denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, könnte es dann geschehen, das sind nicht meine Worte, das sind die Worte des Paulus, denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, könnte es sonst geschehen,
dass er auch dich nicht verschont, das Gemeinde Jesu, weil wir unserem Auftrag nicht nachkommen? Es ist interessant, wenn ich heute so sehe, was in der Kirche, in der Gemeinde Jesu alles so abgeht. Man dreht sich um alles. Habt ihr auch schon gemerkt, dass die Gemeinde Jesu immer mehr anfängt zu politisieren? Ist das unser Auftrag? Ich rede hier von Gemeinde Jesu, nicht von einzelnen Politikern. Man fängt an, als Gemeinde Jesu sich zu engagieren für den Umweltschutz. Man fängt an, als Gemeinde Jesu soziale Probleme zu lösen. Ist das unsere Aufgabe? Das sind alles hehre Dinge. Wenn Christen in der Politik sind und ihr Mann stehen, wunderbar. Wenn Christen hinstehen und sagen, okay, ich engagiere mich und helfe mit meinem Umweltschutz. Aber ist das die Aufgabe der Gemeinde Jesu? Die Aufgabe der Gemeinde Jesu ist ganz klar, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Und deswegen, weil wir als Gemeinde Jesus Gefahr laufen, diesen Auftrag zu verlieren, sagt nun Paulus in Vers 22 und sagt, so sieh nun die Güte und die Strenge Gottes, die Strenge gegen die, die gefallen sind, weil sie ihren Auftrag nicht erfüllt haben. Die Güte aber gegen dich, sofern du bei der Güte bleibst, sonst wirst auch du abgehauen werden. Wir laufen als Gemeinde Jesu Gefahr, unsere Existenzberechtigung zu verlieren. Israel wurde aufgrund ihres Unglaubens ausgebrochen und gingen ihres Auftrags verlustig. Wir als Heiden wurden genommen aus Gnade, um das Evangelium weiterzusagen. Machen wir es wirklich? Was setzen wir ein, um dieses Evangelium zum Laufen zu bringen? Ich weiß, nicht jeder kann gehen, aber wir können alle beten. Bitte kommen Sie regelmäßig in die Gebetsstunden. Ohne Gebet geht nichts. Geben Sie regelmäßig Ihr Geld auch für die Mission. Ohne Ihr Geld läuft nichts. Und deswegen sagt Paulus in Vers 23 und 24, und er wechselt erneut den Blick, jene dagegen, wenn sie nicht im Unglauben verharren. Also Paulus wechselt ganz neu den Blick und richtet sich wieder ganz neu zu Israel. Und er sagt, jene dagegen, wenn sie nicht im Unglauben verharren, sie werden wieder eingepfropft werden. Denn Gott vermag sie wohl wieder einzupfropfen. Denn wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum herausgeschnitten und gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, wie viel eher können diese, die natürlichen Zweige, wieder in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden? Also Paulus sagt, es wird ein Moment kommen, wo Israel wieder genommen wird, wieder eingepfropft und dann auch wieder ihrer Aufgabe gerecht wird. In Jeremia Kapitel 31, da lesen wir, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Vers 33, ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und auf ihre Herzen schreiben und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünden nicht mehr gedenken. Also Paulus sagt, er zitiert hier Dinge, er nimmt Dinge und er sagt in Vers 25, denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Denn aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen, hinsichtlich der Auserwählung aber Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gnadengaben und Berufungen können ihn nicht gereuen. Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Und wir leben heute in einer Zeit, wo sich Gott wieder Israel zuwendet. Denn dunkel bedeckt die Völker. Aber über dir, Israel, geht auf der helle Morgenstern. Und deswegen verwundert es mich nicht, dass die Gemeinde Jesus immer schläfrig wird und in Israel immer mehr Juden zum Messias finden. Dass die Gemeinde Jesus sich immer mehr verrennt in Dinge, die nichts zu tun haben mit dem Wort Gottes.
Aber in Israel plötzlich entstehen Gemeinden und die fragen nach ihrem Gott. Sie fragen, wann kommt der Messias? Sie sind bereit zum Evangelisieren. Und nun kommt Paulus, und mit dem möchte ich langsam schließen. Ich könnte noch einiges sagen, aber um der Zeit willen, die Zeit läuft einfach davon. Kommen wir zu Vers 30 und 31. Da sagt Paulus, denn gleich wie auch ihr einst Gott nicht geglaubt habt, also er redet hier wieder zur Gemeinde, denn gleich wie auch ihr einst Gott nicht geglaubt habt, jetzt aber Barmherzigkeit erfahren habt, um ihres Unglaubens willen, so haben auch sie jetzt nicht geglaubt, um der euch erwiesenen Barmherzigkeit willen, damit auch sie Barmherzigkeit erfahren sollen. Denn Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen, damit er sich über alle erbarme. Was sagt hier Paulus, ganz kurz zusammengefasst? Paulus sagt hier, keiner, ob er Jude ist oder Heide, keiner verdient das Heil. In Römer 3, 21 hat Paulus gesagt, da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Das ist das Resümee des Paulus. Israel hat es nicht verdient. Wir als Gemeinde Jesus haben es nicht verdient. Dass du hier sitzt, das ist nicht dein Verdienst. Es ist alles nur Gnade. Es ist seine Gunst, die Jesus dir entgegenstreckt. Paulus sagt hier, denn Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen, damit er sich aller erbarme. Er sagt also hier, du bist ungläubig aus dir selbst. Du bist in Sünde gefangen in dir selbst. Aber Gott bietet dir das Heil an in Jesus Christus. Du kannst kommen. Deswegen sagt auch der Jesus, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Gott möchte dir aus freien Stücken den Himmel schenken. Er möchte dir sein Heil geben. Er möchte dir seine Gnade zuteil werden lassen. Er möchte dich bei sich im Himmel haben. Paulus sagt, damit er sich über alle erbarme. Aber das Erbarmen annehmen, das musst du selbst. Keiner wird gezwungen, in den Himmel zu kommen. Und keiner wird gezwungen, in die Hölle zu gehen. Gottes Erbarmen gilt dir. Gott meint dich ganz persönlich. Du bist gemeint. Und dieses Evangelium dürfen wir heute noch als Gemeinde Jesus weitersagen. Und da stellt sich die große Frage, was tust du mit diesem Evangelium? Was tust du mit diesem Evangelium, das Apostel Paulus in diesem Römerbrief von Kapitel 1 bis Kapitel 8 so wunderbar uns vor Augen malt? Was tun wir mit diesem Evangelium? Sagen wir ja oder sagen wir nein? Was tun wir als Gemeinde Jesus mit diesem Evangelium? Gehen wir hin und verkündigen das Evangelium? Sagen wir es weiter? Weil nur das Evangelium in Jesus Christus ist der ausgestreckte Arm Gottes, der dich aus der Sünde herausziehen will. Gott streckt dir den Arm entgegen, aber du musst ihn ergreifen und du musst ja sagen. Und so schließt der Apostel Paulus in Vers 32 und 33 und sagt dann, o welch eine Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolden werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Was sagst du zu Jesus? Deine Antwort entscheidet über die Ewigkeit. Lass uns stille werden und beten. Herr Jesus, danke aus tiefstem Herzen, dass du uns den Arm entgegenstreckst in Jesus Christus. Und dass du einlädst und sagst, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Herr Jesus, danke dafür, dass du jeden von uns meinst, jeden Einzelnen, der hier sitzt. Und wenn Menschen heute hier sitzen, die ihr Leben dir noch nicht gegeben haben, dann schenke Jesus, dass er es heute tut, dass er sein Leben mit dir in Ordnung bringt. Und Herr Jesus, wir sehen, dass es immer dunkler wird, dass Dunkelheit die Erdreich bedeckt, die Völker. Aber wir sehen auch, dass über Israel immer mehr der helle Morgenstern aufgeht. Und so sehen wir auch, dass deine Wiederkunft sich nähert. Und so möchten wir die Zeit, die uns verbleibt, ausnutzen,
um Menschen für dich zu gewinnen. Schenk Gnade. Und Herr Jesus, danke auch für dein Volk, für dein Land Israel, dass du mit deinem Volk ans Ziel kommst. Danke für dein Volk und Land Israel, dass du den Faden wieder aufgenommen hast. Und danke dafür, dass Israel eines Tages sich bekehren wird und dann die ganze Erde erfüllt sein wird von der Erkenntnis Gottes. Danke, Herr Jesus, über all dem, was dein Wort uns sagt. Und so bitten wir dich, Herr Jesus, komme bald zu unserer Entrückung, aber auch zur Erlösung Israels. Danke, Herr. Amen.